Nächste KHIFI-Frage, nächste KHIFI-Antwort. Willkommen bei AS24.com auf unserem YouTube-Kanal. Und der Kalekolaika6791 stellt folgende Frage. Olli, ich habe nochmals eine kleine Frage. Ich habe das Problem, dass mein Verstärker nach Abschalten der Zündung und Herausziehen des Schlüssels nochmal Bass herausgibt, obwohl er keinen Strom bekommt. Woran kann das liegen? Ich habe Angst, dass meine Anlage oder Lautsprecher durchknallen. Bitte um Hilfe. Also, was er wohl meint, ist ein Blocken. Ja, das ist auch kein normales Musiksignal und Bass, sondern bei ihm ist es, naja, es fühlt sich an wie Bass, weil er halt einen Subwoofer angeschlossen hat. Und wenn jetzt nochmal ein Signal kommt, ein ungewolltes, da komme ich gleich drauf zurück, dann macht sich das in Form von Bloppen bemerkbar. Das macht also richtig bum, bum oder irgendwie sowas. Das kann bei dem Subwoofer sein, das kann aber auch bei Lautsprechern sein. Da klingt es dann vielleicht noch ein bisschen intensiver. Das kann eigentlich auch nur dann vorkommen, wenn ein externer Verstärker installiert ist. Und jetzt kommen wir darauf zurück, warum es bloppen kann, sollte jemand auch dieses Blopp-Problem haben. Wir haben hier unseren Autoradio. Wir haben dann irgendwo haben wir einen Verstärker, eine Endstufe, also Verstärker. Und an dem Verstärker hängen entweder zwei Lautsprecher, Kanal vorne rechts, vorne links, oder auch wie jetzt bei ihm ein Subwoofer dran. Und der Verstärker bekommt vom Autoradio per Cinch-Leitung das Signal hier rüber, um es zu verstärken, um zum Lautsprecher zu geben. Ja? Die Endstufe schaltet ja, die ist ja nicht permanent an. Und unser Autoradio ist auch nicht permanent an, sondern ich mache es mit Zündschlüssel an oder aus. Und meine Endstufe sollte eigentlich auch nur dann angehen, wenn mein Radio an ist, weil ansonsten gibt es ja keinen Sinn. Ich würde ja nur die Batterie vom Auto leer nuckeln. Und insofern gibt es am Autoradio eine Remote-Leitung, die ist meistens blau oder blau-weiß. Oh Gott, eine Schrift. Blau-weiß. Ja, es kommt da raus, nennt sich Remote-Leitung. Und diese Remote-Leitung ist der Schaltimpuls für meinen Verstärker, um dann anzuschalten, wann ich das Radio anmache. Das heißt, ich mache hier das Radio an, klick, oder per Zündung geht mein Autoradio an. Dann gehen hier 12 Volt vom Autoradio auf, diese Leitung, und diese 12 Volt schaltet meinen Verstärker an. Mein Verstärker bekommt natürlich die Grundstromversorgung von der Batterie über ein gescheites Powerkabel und von der Karosserie über die Verbindung zur Karosserie mit einem richtig vernünftigen Powerkabel. So, jetzt schaltet mein Autoradio meine Endstufe an. Der beste Fall ist, das Radio ist bereits an. An den Cinch-Ausgängen ist ein ganz sauberes, reines Signal, da knallt und rauscht und quirlt nichts. Erst jetzt schaltet mein Verstärker an, weil das Signal, wo mein 12 Volt meinen Verstärker hier raus, zu meinem Verstärker rausschickt, bestimmt ja mein Autoradio, wann es das rausgibt, die Elektronik von dem Autoradio. Jetzt schalten wir die Endstufe an. Hier liegt bereits ein schönes, sauberes Signal an und ich höre nichts weiter als ein Signal oder wenn kein Signal ist, nichts. Das ist der beste Fall. Ich höre nichts, wenn kein Ton gewollt ist. Wenn ich jetzt meine Endstufe oder mein Autoradio ausschalte per Zündung, passiert nichts anderes, als dass mein Autoradio ausgeht und auch irgendwann die 12 Volt hier dran wegfallen und mein Verstärker irgendwann dann auch ausschaltet. Jetzt gibt es Autoradios oder Kombinationen. Es muss jetzt nicht weder schlecht noch gut sein. Es gibt manchmal Kombinationen, die ergeben das einfach, dass wenn das Autoradio abschaltet, am Cinch-Ausgang durch das Abschalten der gesamten Elektronik noch ein kleiner Abschaltimpuls sozusagen zum Verstärker geschickt wird. Wenn jetzt zum Abschaltzeitpunkt der Verstärker noch an ist und das ganze Signal, was er bekommt, auch verstärkt, dann kommt dieser Abschaltimpuls, dieses Blopp, ja,
direkt in den Verstärker rein und gibt diesen Block auch noch direkt an die Lautsprecher weiter. Hat natürlich nichts mit dem Musiksignal zu tun, sondern mit dem Abschalten der Elektronik vom Autoradio. Und wenn meine, das darf ja eigentlich nicht sein, ja, mein Verstärker muss aus sein, bevor mein Autoradio diesen Block abgibt, dann würde ich ihn nämlich nicht mehr hören. Wenn mein Verstärker aus ist, dann kann ich hier vorne passieren, was will. Mein Lautsprecher kann nichts mehr wiedergeben, weil die Endstufe bereits schon abgeschalten hat. Und jetzt passiert nämlich genau Folgendes. Es kann passieren, dass dieser Abschaltimpuls zu lang dauert, also die 12 Volt zu lang anliegen und mein Verstärker nicht abschaltet. Ja? Aber jetzt kommt mein Autoradio, das hat jetzt bereits abgeschalten, den Ton oder bringt jetzt diesen Abschaltblock zu früh. Beziehungsweise mein Verstärker schaltet zu spät ab, um dieses Abschaltblocken zu verhindern oder eben nicht durchzugeben. Was können wir jetzt machen? Das ist ja jetzt mal nur eine Feststellung. Was kann ich machen, damit mein Abschaltblocken tatsächlich verschwindet und ich dafür sorgen kann, dass mein Verstärker vor meinem Autoradio abschaltet? Es gibt Arbeitsrelais. Arbeitsrelais, die 12 Volt hier nehmen und angenommen, es würde jetzt der Radio von 12 Volt beim Abschalten von 12 Volt langsam absacken. 11,8, 11,7, 11, keine Ahnung, 10,5, 10,09, so langsam. Ja. Das Radio schaltet aber hier schon ab. Mein Verstärker schaltet dann ab bei 10,5 Volt. Das heißt, der würde so lang anbleiben, bis die 10,5 Volt endlich erreicht sind und dann schaltet er ab. In dem Zeitpunkt kann aber dieses Abschaltblocken bereits verstärkt durchgangen sein. Wenn ich jetzt ein Arbeitsrelais dazwischen mache, mein Arbeitsrelais braucht exakt 12 Volt und kaum ist diese 12 Volt unterschritten, das kann man auch an dem Relais sehen, da gibt es Beschreibungen dazu, sobald die 12 Volt abgebrochen werden, schaltet das Ding auch definitiv auf 0 Volt runter und zieht sofort die Spannung weg. Also das kann eine mögliche Lösung sein, dieses Arbeitsrelais genau hier reinzubauen, das einfach auch nichts anderes macht, als hier liegen 12 Volt an. Dann ist das Relais bereit, gibt auch die 12 Volt weiter. Und die 12 Volt sind weg, sagt das Relais ganz schnell. Und jetzt nehme ich aber auch gleich alles weg von der ganzen Schaltspannung. Das heißt, ich baue hier ein Relais ein, das eben dann entsprechend von dem hier geschalten wird. Relais-Technik ist nun mal ein bisschen eine Sache für sich. Die Freaks, die jetzt hier das Problem mit haben, sollten sich vielleicht zu ihrem K-HiFi-Fachhändler in der Nähe begeben oder sich in Relais-Technik nochmal einlesen. Das Blocken kommt auch Gott sei Dank nicht allzu oft vor, aber manchmal sind es genau diese Kleinigkeiten, wo dieses Blocken rausgibt. Das Blocken zerstört nicht meinen Lautsprecher. Es hört sich echt unangenehm an, aber wenn ich jetzt mal eine richtige Poweranlage mir aufdrehe und den Bass voll reinpacke und Musik hören, dann ist es viel mehr Leistung, was in dem Moment da drinnen drüber läuft, als dieser kurze Blob, der halt dumm klingt und auch unangenehm ist, wenn man es jedes Mal abschaltet. Aber hier können wir mit dem Relais zum Teil Abhilfe schaffen oder zum Teil eben mit dem Radiohersteller mal reden und mal schauen, anderes Radio rein. Dann kann es sein, dass das Radio vielleicht auch da zu langsam schaltet, um die Endstufe vorzeitig abzuschalten, bevor ein Blob kommt. Oder mein Autoradio wechsle ich und es macht gar keinen Block am Ausgang. Das gibt es natürlich genauso. Aber der Block, was er hier meint, ist genau das, was hier passiert beim Abschalten und Ausschalten. Ich glaube, es war sehr kompliziert. Ich weiß nicht, ob es jetzt jeder wirklich verstanden hat, aber zumindest weiß man jetzt, woher so ein Blocken kommt und in welche Richtung es geht, wenn man auf die Lösung zugehen will. Ja? Ihr könnt uns da auch gerne anrufen auf der 08331 99 0300. Da versuchen wir, die Sachen zu lösen. Es ist natürlich für uns immer schwierig, am Telefon sowas zu machen, weil wir brauchen da eigentlich auch immer das Auto dazu, vielleicht auch das ein oder andere Messgerät mal reinhängen, was passiert überhaupt. Aber ihr könnt natürlich mit Austauschen der Komponenten mal probieren, ob die Probleme eben kleiner werden oder sogar die Lösung komplett da ist, wenn ich einfach zum Beispiel einen Verstärker tausche. Kann sein, dass das dann schon wieder weg ist. Also, viel Spaß! Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. ARS24, dein Autoradioshop an der A7, Abfahrt Memmingen Süd. Im Netz unter ars24.com.